Und damit einen schönen guten Morgen zum Update Wirtschaft. Herzlich willkommen zu einer Schwerpunktsendung, denn heute findet in Berlin eine Veranstaltung statt am Vormittag, wo es einen Auftakt geben soll zur Finanzbildung der Bevölkerung, vor allen Dingen auch der Schüler. Und ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, wir hier von der ARD Finanzredaktion, wir finden das gut. Denn Finanzbildung tut Not. 90% der Bevölkerung, jüngste Umfrage von gestern, wünschen sich mehr Finanzbildung und wie das klappen kann. Und wo es Kritik auch an der Art und Weise der Finanzbildung gibt, das wollen wir in dieser Sendung behandeln. Wir wollen aber auch zu Beginn auf eine Meldung eingehen, die viele in den letzten Tagen aufgeschreckt hatten, nämlich die Gaspreise, die deutlich steigen könnten im nächsten Jahr. Und diejenigen, die sich da immer sehr schnell einwühlen und sehr genau recherchieren bei solchen Themenkomplexen, sind unsere Kollegen in Hamburg von der NDR Info Wirtschaftsredaktion. Da sieht man ihn schon, Nicolas Lieven. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Moin, grüß dich, Samir. Ja, moin. Also, wer ist da erstmal besonders betroffen? Es trifft ja nicht jeden, der mit Gas heizt. Es sind diejenigen, die mit Öl heizen und diejenigen, die mit Gas heizen. Das eine ist der CO2-Preis, der steigt im kommenden Jahr. Das wollen wir nicht vernachlässigen. Zum Zweiten haben wir gesehen, dass die Heizölpreise auch gestiegen sind. Aber du sagst es eben, Gas ist natürlich ganz besonders betroffen. Der Gaspreis ist ja im Prinzip seit Mai relativ unverändert, aber sind eben die Netzentgelte, die ganz offensichtlich kräftig steigen sollen. Und da darf man nicht vergessen, die Hälfte der Haushalte in Deutschland wird eben mit Gas beheizt und ungefähr ein Viertel mit Öl. Jetzt sind die Gasspeicher ja voll. Du hast ja gerade gesagt, der Preis ist ja zuletzt eben auch zurückgegangen. Das hilft nicht, wenn wir ja doch über genügend Gas verfügen? Das hilft natürlich erstmal beim Gaspreis. Die Speicher sind voll zu 97%, also deutlich mehr noch, als man es eigentlich vorgesehen hatte. Und die Bundesnetzagentur sagt ja auch, die Versorgungslage ist stabil, auch wenn wir immer noch im Alarmbereich sind, was diesen Notfallplan angeht. Also wir sind immer noch aufgefordert, doch Gas zu sparen, weil wir wissen natürlich nicht, wie es aussieht, wenn es einen richtig kalten Winter gibt oder nochmal Lieferengpässe geben sollte. Norwegen, USA wäre ja möglich oder denkbar, aber im Augenblick geht es tatsächlich eher um die Netzentgelte, die da steigen sollen. Es ist einfach so, dass das Gas ja durch Gasnetze fließt und diese Gasnetzbetreiber verlangen Geld natürlich dafür, Gebühren dafür, ungefähr so 10-20% des Gaspreises wird da oder fällt da an. Und Verivox, dieses Vergleichsportal, hat eben nachgefragt bei der Hälfte der ungefähr 700 Gasnetzbetreiber und die wollen die Preise eben kräftig nach oben setzen, also zwischen 25 und knapp 60%. Das haben wir in den vergangenen Tagen gehört. Und wenn man das so mal grob überschlägt, dann muss man sagen, Einfamilienhaus, da kommen mindestens zusätzlich so 130, 150 Euro dazu. Bei einer Wohnung, mittelgroßen Wohnung, sind es so um die 30, 40 Euro, die da pro Jahr noch mal on top kommen. Warum gerade jetzt? Naja, das eine ist natürlich, das vergessen ganz viele, ist, dass der Bundeszuschuss ja gestrichen wurde. Das hatten wir allerdings schon im vergangenen Jahr. Das heißt, der Bund, diese Milliarden, die sich viele da erhofft hatten, auch schon im vergangenen Jahr oder im laufenden Jahr, die fallen weg. Dann ist es so, dass natürlich vieles teurer geworden ist. Netzentgelte heißt ja nichts anderes, als dass man auch die Infrastruktur aufbaut und unterhält. Das kostet natürlich zusätzlich Geld. Und dann ist es so, dass immer weniger Haushalte Gas nutzen, machen immer noch viele, aber eben immer weniger. Weil sie umsteigen zum Teil auf Fernwärme, weil sie auch Wärmepumpen nutzen. Und das heißt, die Kosten für die Gasnetze werden eben auf weniger Gaskunden umgelegt. Das heißt, pro Nase fällt einfach mehr an. Und vergessen wollen wir auch nicht, die Abschreibungsregeln sind geändert worden. Das heißt, die Unternehmen können schneller abschreiben. Heißt nichts anderes, als dass sie höhere Kosten in Rechnung stellen können bei den Verbrauchern, damit sich ihre Investitionen schneller rechnen. Also es ist ein ganzer Mix aus Gründen, weshalb diese Netzentgelte eben so deutlich steigen. Mit einer skurrilen Situation, muss ich mal so sagen. Früher hieß es ja immer, dass eher ein Gesetz des Kaufmanns, steigende Nachfrage, steigende Preise. Jetzt verbrauchen wir alle weniger. Preise steigen genau deshalb. Was kann ich als Verbraucher da tun, wenn eben mein Anbieter sagt, die Netzentgelte, die da erheben wir jetzt mehr?
Genau, also sobald der Gaspreis steigt, hat man in der Regel ein Sonderkündigungsrecht. Ob man es nutzt oder nicht, muss man mal gucken, weil es, wie gesagt, sehr viele machen. Die werden die Preise erhöhen. Nichtsdestotrotz lohnt sich dann mal einen Gaspreisvergleich anzustrengen. Es ist einfach so, dass es sehr, sehr große Unterschiede gibt. 30, 40, 50% beim Gaspreis, zum Teil sogar bis zu 80%. Das heißt, es liegt daran, dass die Versorger ja ihr Gas auch einkaufen müssen. Und manche haben sehr, sehr teuer gekauft, geben das an die Kunden weiter. Andere haben es günstiger gekauft, davon kann man profitieren. Wie gesagt, dieser Vergleich ist einfach letztendlich wichtig. Und viele, das muss man auch sagen, Studien machen es einfach nicht. Die vergleichen einfach nicht, weil sie denken, es gibt ja gar nicht so viele, die bei mir anbieten in der Region. Doch, im Schnitt sind es immer ungefähr 60 Anbieter, unter denen man auswählen kann. Und es lohnt sich, wie gesagt, in jedem Fall, das nochmal nachzuprüfen, weil ein Drittel ungefähr nur der Haushalte macht das regelmäßig. Die meisten sind eben doch noch, oder viele sind eben doch noch beim Grundversorger und schauen sich diese Verträge nicht an. Und eins darf man nicht vergessen, Gas ist teuer. Wir denken immer, es ist günstiger geworden, Inflation ist zurückgegangen und so weiter und so weiter. Nee, im Vergleich zu vor 5 Jahren zahlen wir immer noch ungefähr doppelt so viel, wie es damals war, nämlich damals so 5, 6 Cent. Heute sind wir bei ungefähr 11 Cent pro Kilowattstunde. Jetzt haben wir viel über Gas gesprochen. Du hast eingangs erwähnt, es betrifft ja auch Heizölkunden. Was ist damit? Heizöl ist auch teurer geworden, gar keine Frage. Hatten wir in den vergangenen Wochen, wenn wir unseren 100-Liter-Preis anschauen, dann lagen wir bei 80 Euro. In der Zwischenzeit waren es 90. Jetzt ist wieder ein bisschen zurückgekommen. Gestern ist ja die OPEC-Prognose so ein bisschen gekürzt worden. Dann ging es mit dem Ölpreis wieder nach unten. Nichtsdestotrotz, es ist teurer geworden. Und wir wissen natürlich im Augenblick nicht, was passiert, wenn die Lage in Nahost, wenn sich das dort zuspitzen sollte. Die Prognosen sagen ja dann, der Ölpreis wird möglicherweise 10, 15, 20% zügig nach oben gehen. Die Experten, mit denen ich mich unterhalten habe, die haben gesagt, Mensch, man könnte sich ja zum Beispiel ein Drittel des Öltanks schon mal befüllen, dann ist man auf der sicheren Seite, kann Preissteigerungen ganz gut abfedern. Klar kann der Preis weiter nach unten gehen, aber er kann eben auch kräftig steigen. Wie gesagt, das wäre ein Tipp, sich einfach mal einen Teil in den Tank zu legen, damit man, wie gesagt, auf Nummer sicher geht. Nicolas Liebe aus unserer NDR Info Wirtschaftsredaktion, vielen Dank. Und ja, darf es halt nicht zu schnell kalt werden, bei einem Drittel nur Öl im Tank. Und wir können noch ein bisschen ergänzen, er hat es ja gerade eben schon angesprochen, gestern der Ölpreis schon so ein bisschen zurückgegangen. In der Nacht gab es dann allerdings auch ein paar Nachrichten dazu. Unter anderem hat die israelische Regierung der amerikanischen wohl zugesichert, nein, es werden keine iranischen Ölanlagen angegriffen, sagt jedenfalls die Washington Post, die das veröffentlicht hat. Und wenn das stimmt, dann würde eben die Gefahr eines steigenden Ölpreises nicht mehr ganz so stark sein. Und die erste Reaktion an den Terminmärkten ist, auch der Ölpreis kommt weiter zurück. Wo wir gerade dabei sind, schauen wir noch ein bisschen, was die Finanzmärkte gerade aktuell so treiben. Erneute Rekorde in den USA. Gestern Abend der Dow Jones 0,5% höher, die Nasdaq 1%. Das ist dieser berühmte KI-Boom, den wir da noch mal aufflammen sehen. Und der breiter gefasste S&P 500, ein Plus von 0,8%. Auch da eben neuer Rekord. Und die asiatischen Märkte heute Morgen etwas uneinheitlich. Bisschen Enttäuschung über das, was eben momentan noch nicht kommt von der chinesischen Regierung, das regiert in Shanghai. Die Kurse geben dort wieder ab. Ebenfalls in Hongkong der Hang Seng Index mit einem Minus von mehr als 3%. Aufwärts geht es an der Börse in Tokio. Bisschen Nachholeffekt, den man da noch hat. Ein Plus von gut 1%. Das also sind die Vorgaben. Und was macht der deutsche Aktienmarkt dazu? Daraus inzwischen auch in den Handel gestartet. Und ich darf mal verkünden, neuer Rekord. 19.596 Punkte aktuell. 97. Es geht hier also weiter aufwärts. Ein Plus von 1,5%. Mit anderen Worten, neues Allzeithoch bereits erreicht. So, jetzt aber wie versprochen zum Thema Finanzbildung. Da gibt es eine Veranstaltung heute Morgen, heute Vormittag in Berlin mit Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger und dem Finanzminister Christian Lindner, beide FDP. Und daran entzündet sich auch ein bisschen Kritik. Die FDP versucht, das Thema Finanzbildung schon eine ganze Weile nach vorne zu bringen. Über die Kritik daran, dass es eben beide jetzt aus einer Partei sich da zusammentun und diese Initiative ins Leben rufen, wollen wir auch gleich noch reden. Es ist geplant, eine nationale Strategie mit dem Titel mit Geld und Verstand. Die Bevölkerung soll also mehr Finanzbildung bekommen. Und wo fängt man mit der Finanzbildung am besten an? In der Schule, ganz genau. Und darüber wollen wir mit der Bildungsexpertin Luisa Frühauf sprechen, die ich jetzt auch herzlich begrüße. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, hallo.
Ja, warum ist Ihrer Meinung nach Finanzbildung besonders wichtig? Wir erleben von Schülern, dass sie uns sagen, sie wollen mehr. Alleine weil Finanzbildung eben Fragen beinhaltet, die lebensweltbezogen sind. Spätestens wenn man ein eigenes Einkommen hat oder auch im Kindes- und Jugendalter bereits über Taschengeld verfügt, dann sind die Lernenden natürlich vor Fragen gestellt wie, strukturiere ich eigentlich meine Einnahmen und Ausgaben? Wie kann ich meine Einnahmen erhöhen? Wie kann ich meine Ausgaben verringern? Wie sichere ich mich im Schadensfall am besten ab? Fragen wie, wie kann ich Schulden, insbesondere Konsumschulden, vermeiden? Das sind einfach Fragen, vor denen alle Personen im Laufe des Lebens stehen. Und in einer allgemeinbildenden Schule dafür bereits Sorge zu tragen, ist sicherlich sinnvoll. Gut, wäre jetzt die nächste Frage, die man sich da stellen muss. Wie kann man Finanzwissen vermitteln? Es ist ja, ich gebe es zu, ein etwas dröges Thema. Man möchte das speziell als Schüler vielleicht nicht unbedingt vorgesetzt bekommen. Wie kann man das so praxistauglich machen und so interessant machen, dass Schüler da aufmerksam werden und das auch behalten? Ja, das ist immer ein Grundgedanke, der schwierig zu sein scheint, obwohl hier einfach wie auch bei anderen Unterrichtsthemen, die Bedeutsamkeit des Themas für die Lerngruppe herausgestellt werden muss. Das heißt, die Lernenden können sich zum Beispiel überlegen, was eigentlich ihre künftigen Ziele sind, was möchten sie im Leben erreichen. Und alleine über diese Ziele lässt sich ein Übergang schaffen zur Finanzbildung. Das heißt, indem der Impuls gestellt wird, wenn ihr auf eure Ziele schaut, welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, um all das später einmal zu erreichen. Und dann kommen Aspekte wie, ich muss diese und jene persönliche Eigenschaft haben, ich muss zum Beispiel kleinschrittige Zielformulierungen tätigen, aber ich muss eben auch über Geld verfügen, um beispielsweise dieses und jenes Hobby ausüben zu können, mir eine schöne Wohnung leisten zu können, etc. Also hier an den Interessen der Lernenden muss angeknüpft werden, damit die überhaupt verstehen, warum dieses Thema für mich so wichtig ist. Das ist Punkt Nummer eins. Und dann macht es Sinn, im Unterricht immer das aufzugreifen, womit sich die Lernenden auch in ihrer Freizeit gerne befassen. Also sie sind eben nun mal oftmals gerne am Handy, drehen Kurzvideos oder schauen sich Kurzclips an, kommentieren gerne Sachen, sie liken gerne Sachen. Und genau solche Medien oder auch Methoden im Unterricht einzubetten, motiviert die Lernenden ganz sicher, sich auch mit dieser trockenen Thematik zu befassen. Und den dritten Tipp, den ich habe, der aber ebenfalls wichtig ist, ist dieses Thema, was erstmal trocken wirkt und mittels dieser Medien und Methoden aufzubetten, das muss auch erstmal in leichter Sprache übersetzt werden. Also wenn ich gleich mit Begriffen komme wie Aktien, Börse dann, oder Kursen, dann kann man sie sehr schnell verschrecken. Also hier mit einem seichten Einstieg und vielleicht erstmal mit Synonymen starten. Klingt nach einer ziemlichen Herausforderung für die Lehrenden, also für die Lehrerinnen und Lehrer, die ja das Ganze dann vermitteln wollen. Haben wir das Potenzial tatsächlich in Deutschland, dass diejenigen, die das lehren sollen, auch das Wissen haben, das zu vermitteln? Also das denke ich in jedem Fall. Alleine, weil Sie, wenn Sie beispielsweise das Fach Wirtschaft studieren, dann werden Sie bereits in Ihrem Studium darauf vorbereitet. Hier müssen Sie noch nicht über alle Kenntnisse verfügen. Wir haben auch noch das Referendariat, was mindestens ein Jahr lang geht. Und hier haben Sie ganz klar die Möglichkeit, an dem Anliegen zu arbeiten, wie vermittle ich eigentlich Finanzbildung? Und auch schlussendlich durch Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen gibt es die Möglichkeit, das eigene Know-how nochmal zu optimieren. Und gerade hier, um auch an dem heutigen Event anzuknüpfen, steht ja die Finanzbildungsstrategie hinter, gerade die Angebote für Lehrkräfte auch im Bereich Finanzbildung nochmal zu optimieren. Jetzt haben Sie es gerade schön angesprochen. Ich wollte darauf auch nochmal zurückkommen, dieses Event, das da heute in Berlin eben stattfindet. Daran entzündet sich ja auch Kritik. Man wolle die Finanzwirtschaft eben mit ins Boot holen. Das wurde ja auch ganz klar so gesagt. Die Finanzwirtschaft soll helfen. Sie will ja auch helfen. Das hören wir hier am Finanzmarkt ja auch regelmäßig. Wie steht es da um die Unabhängigkeit? Das ist ja in der Tat so, dass man immer aufpassen muss, dass man da nicht beeinflusst wird.
Auf jeden Fall. Wir haben ein Neutralitätsgebot. Per se würde ich allerdings externe Angebote nicht ausschließen, sondern auch als Lehrkraft, wenn ich zum Beispiel vorhabe, ExpertInnen in den Unterricht mit einzuladen oder Material von diesen zu nutzen, außerschulische Lernorte zu besuchen, es gibt mehrere Optionen, dann bin ich auch in der Pflicht, als Lehrkraft zu überprüfen, wie ist die fachliche Qualität des Angebotes, inwiefern ist die methodische Aufbereitung zeitgemäß, also findet hier lediglich ein Vortrag statt oder wird wirklich eine Aktivierung durchgeführt seitens der Lernenden. Und drittens, der Werbeaspekt schließt nicht unbedingt aus, dass man diese Angebote mit einbettet. Wichtig ist, das im Unterricht zu thematisieren, von wegen, inwiefern findet hier Werbung statt, was ist vielleicht auch Sinn und Zweck dessen, wie kann man sich vor vielleicht auch unbewusster Werbung, wie kann man da ein bisschen sensibler agieren. Von daher denke ich, gerade auch eine Einladung oder eine Einbettung von Expertinnen kann als Bereicherung sein, gerade wenn man sich selber in der Thematik noch nicht so fit fühlt als Lehrkraft. Wir sind breit aufgestellt, aber vielleicht in der inhaltlichen Tiefe ab und an, gerade in diesem Feld noch nicht. Also kann ich keine pauschalen Antworten fällen. Aber deswegen würde ich das nicht pauschal negativ werten wollen. Ja, man kann als Lehrkraft ja nicht Fachmann oder Fachfrau für alles sein. Es klingt nach einem neuen Fach, was wir da vielleicht in die Schule bekommen. Oder gibt es Ihrer Meinung nach eine Möglichkeit, das in den bestehenden Lehrplan so einzupflegen, dass es nicht eine zusätzliche Komponente für die Schüler wird? Ja, wir haben das Unterrichtsfach Wirtschaft. Wir haben ein föderales Bildungssystem. Deswegen gibt es von Bundesland zu Bundesland hier sicherlich Unterschiede. Aber Finanzbildung lässt sich als Teilaspekt des Unterrichtsfaches Wirtschaft sehen. Und von daher erfolgt hier schon flächendeckend eine Finanzbildung. Aber wie ich eben schon sagte, die Intensität ist von Bundesland zu Bundesland schon noch unterschiedlich. Gibt es internationale Vorbilder? Wir orientieren uns ja momentan so ein bisschen an Schweden, was diese aktienbasierte Rentensäule angeht. Gibt es in Sachen Finanzbildung ein Vorbild, wo man sagen könnte, so wie die das machen, das könnten wir eigentlich auch mal probieren? Also in jedem Fall, allein wenn man sich die PISA-Studie 2022 anguckt, da geht ganz klar daraus hervor, dass auch Belgien sehr gut abschneidet, Dänemark, die Niederlande und auch Österreich. Und an Österreich orientieren wir uns sehr gerne, da sie seit 2021 ebenfalls eine Finanzbildungsstrategie ins Leben gerufen haben und bereits innerhalb kürzester Zeit um die 140 Maßnahmen eingebettet haben, wie Workshops, Fortbildungen, die Integration der Finanzbildung in den Lehrplan. Von daher auch dahin schauen wir auf jeden Fall gerne, ja. Luisa Frühauf, Bildungsexpertin, vielen Dank für dieses Gespräch und diese Einblicke in das wirklich wichtige Thema Finanzbildung in der Schule. Und wir haben ja gerade eben schon so ein bisschen auch die Kritik an dem neuen Plan Finanzbildung für alle abgearbeitet. Es ist ein wichtiges Thema, weil wer die Finanzbildung am Ende umsetzt, ist ja nicht ganz unwesentlich für das, was dann da am Ende gelernt wird, was am Ende unterm Strich bei rauskommt. Und über diese Fallstricke, vor denen wir da alle stehen, möchte ich jetzt reden mit Viktor Neumann von InvestIt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, freut mich, dass ich da sein darf. Wir haben gerade eben schon über Lehrer gesprochen, die die Finanzbildung an den Schulen umsetzen. Jetzt sind die Schüler nicht die einzigen, die ein bisschen Finanzbildung gebrauchen könnten. Auch die Erwachsenen wünschen sich das ja. Ich habe es eingangs schon gesagt, 90% aller Erwachsenen wollen eigentlich mehr Finanzbildung auch für sich selbst. Wer sollte das machen? Das ist eine extrem wichtige Frage. Sie haben es ja eben schon so leicht angerissen. Das ganze Thema Unabhängigkeit ist da natürlich, spielt da natürlich mit rein. Und wir haben hier verschiedene Interessenskonflikte, wenn es um das Thema Finanzbildung geht. Weil natürlich jemand, der auf gewisse Finanzprodukte deutlich höhere Provisionen bekommt, da besteht immer ein Restrisiko, dass vielleicht einige Aussagen nicht kritisch genug getroffen werden. Und wir müssen halt wirklich aufpassen, dass Finanzbildung nicht zum trojanischen Pferd für den Vertrieb von Finanzprodukten wird. Luisa hat es eben schon ganz gut gesagt, Experten mit einzubinden in die Finanzbildung kann richtig sein. Es muss allerdings immer kritisch genug eingeordnet werden und es muss immer darauf geachtet werden, dass wirklich alle Perspektiven zu einem Thema beleuchtet werden und nicht über einige Themen vielleicht zu wenig kritisch gesprochen wird.
Jetzt steht die Finanzwirtschaft logischerweise bereit. Speziell Banken, Handelshäuser sind da gerne willens. Auch die Deutsche Börse übrigens, bei der wir ja hier zu Gast sind, ist heute in Berlin mit vertreten. Man will helfen, man will diese Finanzbildung fördern. Wie beurteilen Sie dieses Engagement aus der Finanzwirtschaft? Das Engagement prinzipiell ist ja erstmal überhaupt nicht falsch, sondern ist ganz richtig. Denn wir haben in Deutschland unfassbar viel zu tun, was Finanzbildung angeht. Das zeigen diverse Studien, dass wir da als Deutschland ein kleines bisschen hinterher sind. Und dass wir da alle gemeinsam anpacken, Finanzbildung wirklich einen großen Schritt nach vorne zu bringen, das ist unfassbar wichtig und unfassbar richtig. Und dafür muss man auch einmal Danke sagen für das Engagement von allen Leuten, die sich in dem Bereich engagieren. Das Engagement ist natürlich aber, wie Sie eben schon leicht eingeordnet haben, kritisch zu sehen, wenn es eben zum trojanischen Pferd wird für den Vertrieb von Finanzprodukten und für versteckte Werbung. Weil vor allem, wenn es eben um Schulen geht, was der Ort ist, wo wir als erstes Finanzbildung nachhaltig integrieren müssen, dann müssen Schulen einfach werbefrei bleiben. Und wenn wir halt Bankberater in Schulen stellen, die da über ihre Produkte sprechen, dann ist das alles andere als werbefrei. Und selbst wenn sie vielleicht nicht aktiv Werbung machen, werden sie doch zu gewissen Themen sich nicht kritisch genug äußern, beziehungsweise die nicht, wie das didaktisch richtig ist, sauber einordnen, Pro und Contra beleuchten. Und deswegen ist es unfassbar wichtig, dieses Engagement auch mit Vorsicht zu genießen. Und Lehrkräfte müssen hier dann eben da besonders darauf achten, was Luisa eben auch schon ganz gut angerissen hat, dass sie sich wirklich Gedanken machen, woher kommt dieses Angebot gerade, was ist vielleicht die versteckte Motivation hier gerade, dass diese Institution sich beispielsweise im Bereich der Finanzbildung engagiert. Und wir dürfen halt nicht Schulen zu einem Ort machen, wo Banken einfach nur PR-Material generieren und eben ihre Produkte vertreiben. Das betrifft ja jetzt die Schulen. Da sind dann die Lehrer, die sind ja dann auch in der Verantwortung, da darauf zu gucken, dass das nicht aus dem Ruder läuft und da zu viel Werbung gemacht wird. Wie könnte man das regulieren, will ich so nicht sagen, aber wie könnte man das regeln und so ein bisschen Aufsicht führen darüber, wie Finanzbildung für die Allgemeinheit stattfindet? Wie gesagt, auch die Erwachsenen brauchen ja noch und wollen ja auch noch. Ich glaube, es ist unfassbar wichtig, dass wir hier einheitliche Standards schaffen. Und das wäre auch eine Forderung, die ich hätte und die viele haben an die Finanzbildungsinitiative und an die Finanzbildungsstrategie, dass wir wirklich einheitliche Standards schaffen, was Unabhängigkeit und was Bildungsqualität angeht. Allerdings erwähnt der aktuelle Vorschlag der OECD zur Finanzbildungsstrategie in Deutschland das Wort Unabhängigkeit nicht einmal. Und das ist ein unfassbares Problem. Das muss sich noch ändern, damit die Finanzbildungsstrategie wirklich ihr volles Potenzial entfalten kann. Und dann, wenn wir einheitliche Standards geschaffen haben, anhand derer Finanzbildungsangebote evaluiert werden können und anhand der Lehrkräfte und aber auch Erwachsene selber gucken können, hey, von wem kommt dieses Angebot? Kann ich diesem Angebot wirklich vertrauen? Wer steckt vielleicht dahinter? Was für Interessen stecken dahinter? Ich glaube, wenn wir diese Standards geschaffen haben und wirklich flächendeckend etabliert haben, dann haben wir einen sehr, sehr großen Schritt nach vorne gemacht, dass sich auch verschiedenste Player im Bereich der Finanzbildung engagieren können, ohne dass wir es super kritisch sehen müssen, wenn denn eben sie an diesen Standards auch wirklich gemessen werden und die Standards auch wirklich kritisch sind und richtige Bildung in den Vordergrund stellen und eben nicht PR-Material für Finanzinstitute. Diese Standards, das ist ein spannendes Thema. Vielleicht können Sie uns da so ein paar Beispiele an die Hand geben, worauf man als Verbraucher auch achten kann oder als Mensch, der sich da bilden will. Wir hatten ja jetzt nun gerade in den letzten Wochen intensiv das Thema dieser Finfluencer, die da Menschen, die gutgläubig sich das alles anschauen, wirklich auf die falsche Fährte locken. Gibt es so Standards, wo man sagen kann als Privatmensch, okay, darauf achte ich und dann passiert mir nichts? Auf jeden Fall, also das Thema Finfluencer ist hier ein super Beispiel, wo man ganz genau sieht, dass es immer wichtig darauf ist zu gucken, wo wird hier wirklich Geld verdient? Was ist hier wirklich die tiefergehende Motivation von der Person oder dem Finanzinstitut oder der Organisation dahinter, sich hier in dem Bereich zu engagieren? Das heißt, die erste Sache, die man auf jeden Fall als Lehrkraft, aber auch als Privatperson, die sich informiert, ganz klar mitnehmen muss, ist, wo wird hier Geld verdient? Also beispielsweise ein Influencer, der über Referral-Links, also Links auf dem Profil Geld verdient, über die dann Produkte gekauft werden. Da muss man sich dann immer fragen, werden hier wirklich alle Produkte, die für mich relevant sind, präsentiert? Oder wird hier halt nur das Produkt präsentiert, wo eben die meiste Kommission drauf verdient wird? Das ist eben Sache Nummer eins. Sache Nummer zwei, die wir uns ganz klar angucken müssen, ist, wir sollten uns immer verschiedene Meinungen einholen. Vor allem im Finanzbereich, wo es auch sehr, sehr weit auseinandergehende Meinungen geben kann, ist es ganz wichtig, sich wirklich teilweise tiefgehend mit Themen zu befassen. Und Sache Nummer drei schließt da so ein bisschen an, auch nicht Angeboten quasi blind zu vertrauen, die vor allem im Internet
existieren, weil hier eben Interessenkonflikte extrem stark sein können. Und diese Angebote oder diese drei Regeln, das gilt auch genauso für Schulen. Nur weil jemand Experte ist und aus der Wirtschaft kommt, sollte man ihm eben nicht blind vertrauen und einen Bankberater eben vor eine Schulklasse stellen und der wird dann schon das Richtige sagen, sondern auch das muss von der Lehrkraft kritisch eingeordnet werden und hier muss dann auch ganz klar die Motivation in Frage gestellt werden und eben kritisch beleuchtet werden, wo wird hier vielleicht Werbung gemacht und so weiter. Das heißt, wenn man diese drei Regeln befolgt, dann ist man eigentlich ganz gut aufgestellt und kann einigermaßen sicher sich durch die Landschaft der Bildungsangebote navigieren. Viktor Neumann von Invested, herzlichen Dank für diese Einblicke. Viel Erfolg heute bei dieser Veranstaltung. Und damit sind wir dann auch schon wieder durch mit dieser Sendung, die übrigens auch in Sachen Finanzbildung intensiv tätig ist. Also wenn Sie sich in Sachen Finanzen fortbilden wollen, auch immer gerne die ARD schauen. Wir bemühen uns auch nach Kräften, alles zu erklären, die Zusammenhänge zu erklären rund um Wirtschaft und Finanzwirtschaft. Für heute wollen wir es damit gut sein lassen. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Morgen ist meine Kollegin Bo hier und führt sie durch die Sendung. Am Donnerstag werden wir natürlich auch über die Europäische Zentralbank reden und die Zinspolitik, die dann da am Mittag beschlossen werden wird. Für heute sage ich danke und tschüss.